Welche Verbindung gibt es zwischen der neuen Ostsee-Erdgaspipeline Nord Stream 2, zwischen Russland und Deutschland, der Ermordung des ehemaligen Chefs der Deutschen Bank Alfred Herrhausen und einer Warnung Egon Bahrs? Wie naiv, dumm oder fremdbestimmt sind die Deutschen? Erdgas kostet in den letzten Wochen 7 bis 8 Mal so viel in Europa wie in den USA. Der Strompreis erreichte Mitte August in Deutschland einen neuen Rekord. Die Deutschen lassen sich einreden, dass sie die Speerspitze für Menschenrechte, Freiheit und Demokratie sind, wenn sie für den Frieden frieren. Gleich vorweg, es war der Architekt der Ostpolitik des Bundeskanzlers Willy Brandt, der ehemalige Bundesminister Egon Bahr, der in der Schulklasse im Jahr 2013 ehrlich und offen erklärte, in der internationalen Politik geht es nicht um Demokratie und Menschenrechte, es geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt. Heute sollten wir diese Worte Bahrs an alle Deutschen richten, denn Ihre Regierung handelt meiner Meinung nach entweder höchst naiv oder fremdbestimmt. Alfred Herrhausen, damals Chef der Deutschen Bank, wurde am 30. November 1989 kaltblütig mit einer hochmodernen Autobombe mit Lichtschranke ermordet. Der Öffentlichkeit wird eine imaginäre dritte Generation der Roten Armee-Fraktion als Täter präsentiert. Aber es riecht hier nach einer höchst anspruchsvollen Arbeit von Geheimdiensten. Alfred Herrhausen hatte ein Leitmotiv, einen Lebensgrundsatz. Wir müssen das, was wir denken, sagen. Wir müssen das, was wir sagen, tun. Und wir müssen das, was wir tun, dann auch sein. In seinem Buch Wendemanöver, die Geheimwege zur Wiedervereinigung, hat der 2014 verstorbene Ferdinand Kroh, Journalist, der in seinem Leben für SFB, RIAS, ARD, Deutschlandfunk etc. arbeitete, wichtige Tatsachen ans Tageslicht gebracht. Er schreibt davon, dass Alfred Herrhausen bereits 1987 und damit weit vor dem Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 von seinem damaligen Chef der Deutschen Bank, Christiansen, von einem Angebot der Sowjets erfuhr, die DDR aus dem Warschauer Pakt zu entlassen. Er schreibt, nicht Christians, sondern Herrhausen wurde der Überbringer dieser Botschaft des Generalsekretärs und dem Bundeskanzler. Gemeint war der damalige Chef der Sowjetunion, Gorbatschow. Herrhausen entwickelte danach ein Entwicklungsmodell, welches die Interessen des Internationalen Währungsfonds, IWF, und der Weltbank ausgehebelt hätte. Jeder weiß, dass IWF und Weltbank von den USA und der dortigen Finanzelite dominiert werden. Und Kroh stellt fest, Herrhausens Konzept bedeutete einen Rückgriff auf das Modell des Marshallplans nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Herrhausen wurde dann am 30. November 1989 umgebracht, in dem Monat, in dem die Berliner Mauer fiel. Wenige Tage später, genau am 4. Dezember 1989, wollte er in New York eine sehr wichtige Rede halten. Wir zeigen mal einen Artikel der New York Times vom 7. Januar 1990 neben mir dazu. Mit Auszügen aus der Rede, die er am 4. Dezember 1989 in New York halten wollte, also wenige Tage nach seiner Ermordung. Und der Journalist Ferdinand Kroh stellt dazu Folgendes fest. Die New York Times veröffentlichte zu Ehren des Bankiers diese Rede 4 Wochen nach seiner Ermordung, unterschlug ihren Lesern aber auffälligerweise jene 11 Seiten, in denen er seine Strategie zur Finanzierung Osteuropas nach der Wende darlegte. Er schreibt weiter, die New York Times verschwieg Herrhausens Vorschläge für eine wirksame Streichung der polnischen Schulden ebenso wie seinen Plan der Errichtung einer Entwicklungsbank zur Finanzierung projektgebundener Investitionen in Osteuropa, für deren Zweck er Morgan Grenfell erworben hatte. Und diese britische Investmentbank konnte Herrhausen wenige Tage vor seinem Tod erst für die Deutsche Bank kaufen. Im September 1989, und das lässt sich ja selbst in Mainstream-Medien nachlesen, hielt Alfred Herrhausen auf dem Jahrestreffen vom Internationalen Währungsfonds IWF und der Weltbank in Washington eine Rede. Sein Thema war die Schuldenreduzierung und er verband dies zum ersten Mal mit der Notwendigkeit, auch die Schuldenlasten der osteuropäischen Reformländer, vor allem Polens, deutlich zu senken. Er forderte die westlichen Gläubiger, also die USA, allen voran und andere westliche Staaten auf, die Schulden Polens zu reduzieren. Ferdinand Kroh schreibt dann, nach seinem Vortrag muss ihm eine dermaßen feindliche Stimmung entgegengeschlagen sein, dass er den anschließenden Empfang nicht besuchte. Kroh schreibt genau, dass ihm einer der renommiertesten Wirtschaftsjournalisten des deutschen Fernsehens in einem Privatgespräch folgende Begebenheit schilderte. Als er den Bankenchef vor dem Empfang im Foyer des gemeinsamen Hotels traf, hatte der seinen Koffer in der Hand. Er erklärte dem Journalisten, dass ihm die Luft hier zu bleihaltig wird. Wirklich bleihaltig wird. Er fliege zurück nach Frankfurt. Und jeder möge sich die Frage stellen, warum eine linksextremistische Rote Armee-Fraktion gerade diesen Mann, der sich für den Schuldenerlass für arme Länder einsetzte, umbringen wollte. Es ist so widersinnig. Und manchmal können ganz einfache Fragen uns alle zur Wahrheit führen. Wir müssen nur den eigenen Verstand benutzen. Und einzelne Deutsche können diese Fremdbestimmung der politischen Schicht in Berlin oder in Brüssel nicht beenden. Dies zeigt uns die Ermordung Herrhausens, der für mich ein Held ist und ein Vorbild. Und nochmals wiederhole ich seinen Lebensgrundsatz, wir müssen das, was wir denken, sagen, wir müssen das, was wir sagen, dann auch tun und wir müssen das,
was wir tun, dann auch sein. Und wer die Energiepolitik Deutschlands, die Explosion der Strompreise und Gaspreise bereits 2021, nicht erst im Februar 2022 sieht, der kann doch von Vernunft und Selbstbestimmung in Berlin und in Brüssel nicht ausgehen. Weder die Bundesregierung in Berlin noch die EU-Kommission in Brüssel handeln meiner Meinung nach im Interesse der Menschen in Europa. So wie es ja auch nach der deutschen Wiedervereinigung nicht um die Interessen der Menschen in der ehemaligen DDR und im Ostblock ging, schon gar nicht in Russland. Die Vorstellung Alfred Herrhausens, die wurden nicht angewandt. Und ich denke nur an die grausame Zeit für die russische Bevölkerung unter Boris Jelzin in den 90er Jahren. Dazu blenden wir neben mir mal die Entwicklung der Lebenserwartung der russischen Bevölkerung nach Zahlen der Weltbank ein, die ja garantiert keine russische Propaganda betreibt, sondern wohl eher für US-Propaganda steht. Wenn es einem Volk schlecht geht, fällt natürlich die Lebenserwartung. Und es ging dem russischen Volk vor Wladimir Putin in den 90er Jahren sehr, sehr schlecht, wie wir hier sehen. Und heute gilt mehr denn je, nur die Masse kann friedlich, aber mit Nachdruck den Weg ebnen für den Einzug von Vernunft in der Politik in Berlin und Brüssel, für die Selbstbestimmung und ich sage bewusst für die Wiederannäherung Westeuropas an Russland. Oskar Lafontaine warnte uns in einem Weltwoche-Artikel im April 2022, Amerika treibt Europa in einen Atomkrieg. Wenig später schrieb der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, ebenfalls in der Schweizer Weltwoche, der Ukraine-Krieg ist nicht unser Krieg. Ein ehemaliger SPD-Chef und Mitgründer der Linken sowie ein Ex-Top-Regierungsbeamter in der Schweizer Weltwoche innerhalb von wenigen Tagen mit ähnlichen Warnungen. Dies macht mir Hoffnung, dies macht uns allen Hoffnung. Für Vernunft und Selbstbestimmung in der deutschen Politik müssen wir alle gemeinsam alles tun. Friedlich, aber bestimmt. Und ich sage, wenn Merkels Politik angeblich alternativlos war, so ist für mich die Genehmigung der fertiggestellten und mit Erdgas befüllten Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 alternativlos. Wir Deutschen wollten diese Pipeline, aber die USA haben bereits 2017 und 2019 alles unternommen, sie zu stoppen. Egon Bahr weist uns den Weg. In der internationalen Politik geht es nicht um Demokratie und auch nicht um Menschenrechte. Ich will ein gutes Miteinander von Russland und Deutschland. 1914 und 1941 begannen schreckliche Zeiten für beide Länder, für beide Völker. Dies darf sich nicht wiederholen. Das liegt im Interesse ganz Europas.